herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Stranded. Wir haben dieses wunderschöne Teil hier gefunden und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche. Ne, okay. Hier haben wir noch ein bisschen Stuff, den werden wir jetzt hochbringen, so nach und nach. Denn der Olli hat, wie ich gesehen habe, das ME-System angeschlossen. Und da hauen wir einfach mal alles jetzt mit rein. Damit wir einfach mal in Zukunft... Oh ja, das geht so super. Dann haben wir, ich habe noch Ollis Hammer in der Tasche gehabt. Okay. Damit wir einfach mal in Zukunft alles im ME-System haben. Ich denke mal, Olli hatte da schon angefangen. Oh, nur ein paar Sachen hatte er hier rausgenommen. Hatte, glaube ich, schon angefangen, die Sachen rüber zu bringen. So. Die Lavamill können wir auch eigentlich mal anschließen. So. Packen wir hier einfach mal alles rein. Oh, meine Wasserflasche wollte ich aber eigentlich nicht mit reinwerfen. Warum geht das nicht? Das System ist schon voll. Nee, ich wollte schon sagen. Man weiß es nicht, warum dieses Platinerz sich ins System möchte. Man weiß es nicht. So. Dann hauen wir nämlich hier mal die Kisten ab. Räumen das einmal fleißig nach oben. Theoretisch. Ach, von hier oben kommt der Strom hoch, okay. Warum kann ich nichts mehr ins System packen? Beziehungsweise nur Sachen, die eh schon da sind. Nichts Neues. Diese ganzen... Okay, das ist echt komisch. Aber eigentlich ist ja noch Platz, ne? Wieder ein bisschen was. Hm, die Äpfel können wir mal rausholen. Was können wir denn noch rausholen? 1000 Bögen könnten wir endlich mal zusammen craften, ne? Ja gut. Das holen wir mal raus. Hey, jetzt ist ganz viel Zeug zurückgedroppt hier. Ja, ich weiß nicht, warum ich nicht mehr da reinpacken kann. Haben wir noch eine Speicherkarte?
nur an dem nächsten Laufwerk kann es eigentlich nicht liegen, oder? Dass wir hier noch ein Laufwerk dran packen sollten vielleicht. Nee, ne? Aber da ist ja theoretisch noch genug Platz. »32.000 von 65.000. Ich weiß es nicht. Ich pack das Zeug einfach jetzt hier rein. Olli, du musst mir sagen, warum das nicht geht. Okay, so. Eigentlich hatte ich hier Schienen reingepackt. Wo sind die jetzt? Vor allen Dingen, warum hole ich das immer raus, wenn ich da drin scrolle? Außerdem hatte ich Schienen reingepackt, die jetzt nicht mehr hier drin sind. Die waren es nicht. Hier, Gleis. Okay, so. Jetzt gucken wir mal, dass wir noch welche holen von diesen wunderschönen Schienen. Steppen wir hier nochmal runter. Hier war nichts mehr, okay. Schienen. Die bauen wir mal noch mit ab. Oh, creepy. Oh, ich habe vergessen, dass hier Schaden an ist. Oh, scheiß Fledermaus hat mich jetzt übelst erschrocken, ey. Sich mal gegenseitig bekämpfen, die zwei Dummköpfe. Ich helf mal nach. Ja. Ich wollte gerade sagen, noch einer. Wenn ich jetzt noch einer stecke, bin ich kaputt. Gut, dass dann genau in dem Moment einer um die Ecke kommt. Der mich am besten nicht schlagen sollte. So. Ich will doch nur eure Schienen klauen. Für meine Achterbahn. So. Für meine Achterbahn will ich doch nur ein paar Schienchen. Menschen sind sehr böse hier zu mir. Au. Au! Gut, dass mir der Apfel gerade so gut wie gar nichts mehr bringt. Wir sollten einmal zurückgehen und uns eventuell noch ein bisschen was zu essen mitnehmen.
Autsch. So. Weil der Apfel bringt so gut wie gar nichts mehr. Einmal hier hochschlendern. So. Hier hängt ja ein bisschen was an der Decke, das nehmen wir uns mal. Guck mal, wir haben Zucker bekommen. Dann füllen wir unser Jetpack auf. Oh, wir haben jetzt einen Reaktor, alles klar. Okay, so. Diese 1000 Fackeln hier, ne? Die habe alle ich aus Versehen mal hier hingestellt. Deswegen baue ich die auch jetzt mal ab. Wie ihr seht, genau so passiert das nämlich mit diesen 1000 Fackeln hier. So, was haben wir denn so im Kühlschrank? Apfel ist jetzt mal nicht so geil momentan. Abwärts. So. Dann schlendern wir hier nochmal lang. Hm. Drüber oder drunter noch Gänge irgendwie? Oh, das sieht doch interessant aus hier. Ein langer, geschmeidiger Raum, wo wir noch nicht waren. Vielen Skien für meine Achterbahn. Erstmal den Spawner putt.
So, hier haben wir auch noch Schienen. Oh, noch mehr Schienchen. Schini, Schini, Schini. Ernsthaft? Ernsthaft, okay. Oh, es dauert mir jetzt zu lange. Okay, sagen wir einfach mal, wir haben jetzt mal genug Schienen. Und teleportieren uns mal nach Hause. Nach Hause teleportieren. Und dann würde ich sagen, fangen wir in der nächsten Folge mal an, uns einen Platz für die Achterbahn zu suchen. Und ich würde sagen, das war's mit Svenet. Bis übermorgen und dann auf Wiedersehen. Tschüss!